So, und damit recht herzlich willkommen zu einem Let's Play von Train Simulator 24 auf der S-Bahn Berlin Ringbahn Add-on mit der Baureihe 484. Ja, ich habe mir das mal geholt, weil ich es extrem geil fand. Ich muss aber, tut mir leid, wenn die Performance ein bisschen schlecht ist. Da muss ich noch mal ein bisschen ran, mir das mal ein bisschen einstellen hier. Ich muss mal gucken, warum fährt denn die Karre jetzt nicht? Irgendwas habe ich noch nicht eingestellt. Was will denn der hier? Was ist das? Hauptschalter. Irgendwie. Geschwindigkeitsvorwahl. Fahrtrichtungsschalter. Vorne eigentlich, ne? Normalerweise ist ja auch alles aktiviert. Aber Verspätung haben wir auch schon. Das ist natürlich wunderbar. Hier passt auch alles. Achso. Müsste bei dem vielleicht mal machen. Ja, Störung. Aber irgendwie. Irgendwas hat er noch. Das hier Federspeicher aus. Bremse löst er ja eigentlich. Nee, löst er nicht. Jetzt. Oder auch nicht. Müssen wir mal kurz schauen hier. Ich wundere mich, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Hier oben steht irgendwas mit meinem Schalter. Der hat da irgendwie eine kleine Macke, keine Ahnung. Woran's liegt? Pultbeleuchtung. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob die Karre fährt hier. Nullstellung. Ich kann mir aber gerade nicht erklären, warum es jetzt hier nicht funktioniert. Irgendwas hat er. Fehlfrei. Federspeicher ein, Federspeicher aus. Ich ein bisschen länger drücken. Ich kann mir nicht erklären, eine Lust. Bremsen löst er. Aber irgend. Ach so. Ah. Irgendwas. Batterie. Irgendwas hat er hier. Er hat keinen Strom. Warum hat er keinen Strom? Mich verarschen hier. Was anderes, wir starten mal das andere Szenario. Standard. Nehmen wir einfach mal Vollring S41. Ich hoffe, es lädt jetzt hier auch schnell durch alles. Damit wir ja auch gleich losstarten können. Ja, sonst was gibt es zu erzählen? Kann man sagen, kein Video auf jeden Fall. Ich hatte Urlaub gehabt, tatsächlich 2 Wochen. War viel unterwegs gewesen. Unter anderem war ich auch in Hannover gewesen. Wie man auch mein Titelbildbanner gesehen hat. Ja. Und da können wir. Genau. Genau, jetzt startet euch auch alles. So. Einen schönen Sommertag, lassen Sie blablabla, das brauchen wir uns nicht durchlesen. Habe ich nämlich keinen Bock drauf. Machen wir hier Türe auf. Guten Tag. Schalt das ja schon alles an. Ich mache nochmal schnell ein Thumbnail. Von hier draußen. So. Sieht das ja ganz gut aus, denke ich. Schade, dass diese Kamera hier nicht funktioniert. Das wäre echt cool gewesen. Aber egal. Das ist ja ein feines Fahrzeug. Ja, wie ich eben schon mal erwähnt habe, ich muss noch mal ein bisschen an die Performance ran, das gefällt mir irgendwie noch nicht so ganz. Dann müssen wir mal schauen. Also könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare reinschreiben, was denn die besten Performance-Einstellungen sind. Ja, genau. So. Ah.
Mal hoffe ich, dass das ja auch alles funktioniert erstmal. Ja, wir werden nicht diesen ganzen Vollring fahren, weil das wäre ja schon ein bisschen dolle jetzt hier als Let's Play. Das muss ja nicht sein. Aber du hast ein feines Fahrzeug, ey, muss man sagen. So. Ne, die Beleuchtung, Sendungs. Hier ist Beleuchtung. Das müsste ja eigentlich Signal Beleuchtung anhaben. Aber stelle ich mich hier so blöd an? Gestern ist er doch noch gefahren. Jetzt fährt er nicht mehr, oder was? Fahrtrichtungsschalter. Ah! Oh, ein Abfahrt, los geht's. SIFA. Bin ich auf den Sack mit der SIFA hier. Kann mir auch einer mal bitte sagen, wie man die ausstellen kann. Das geht mir übelst auf die Nüsse. Ja, Performance ist gerade grottenschlecht irgendwie. Oh, 80 dürfen wir fahren. Und die Form auch mal. Genau. SIFA. SIFA. Nächste Station, Treptower Park. Übergang zu den S-Bahn-Linien 8, 85 und 9. So. Fahrgäste zum Flughafen Schönefeld, steigen bitte hier um. Ausstieg links. Wir sind auch tatsächlich sehr, sehr pünktlich. Das ist schon mal sehr gut. So. Türen wieder zu. Dann geht die wilde Fahrt auch gleich weiter. Fahrt. Fahren nochmal Abschnitte von 100 fahren. Ja, sonst, wie gesagt, viele haben wir dieses Ringbahn-Ding hier gefeiert. wenn die Performance jetzt nochmal ein bisschen besser wäre, muss ich mich auch bestimmt nochmal ransetzen. Dann nächste Station, sollte es auch alles funktionieren. Für eine pünktliche Abfahrt, ja, bitte stets den gelb gekennzeichneten Türbereich freihalten. Ausstieg links. Ja, auch dass diese Ansagen dabei sind, sind ja schon echt cool. Ist auch nicht selbstverständlich. Ja, VMAX 100 haben wir bei dem Fahrzeug. Und so schneller fährt der auch nicht. Tatsächlich. Allerdings ist ein GZ. Da 232 hier vorne dran. Kann man auch fahren. Ist auch recht nice, denke ich mal. Bin ich zwar noch nicht gefahren. Mein Gott, das Spiel läuft ja auf 24 FPS, ey. Das ist ja nicht wirklich toll, ne? Ab hier haben wir wieder 80 km/h. SIFA.
Tür freigegeben? Macht der Tür nicht frei. Jetzt. Ah, sind ein Stückchen zu weit gefahren. Wir hätten normalerweise ja an der Tafel stehen müssen, da vorne. Ja. Ist ja nicht schlimm. Nächste Station, Neukölln. Übergang zu den S-Bahn-Linien 45, 46, 47 ja, 40er und U-Bahn-Linien. Ausstieg links. Genau, muss man auch drauf achten. Vorne haben wir nämlich rotes Signal. Müssen wir kurz warten, bis die S-Bahn davor ins Haus gefahren ist. Ist halt interessant, dass wenn ich PCB geführt fahren. Also da vorne müsste es ja eigentlich noch stehen. Ah, die Kunde ist hier links vorbei. Dann müssen wir jetzt kurz warten, bis sie hier weg ist. Genau. Das ist auch ein lauter Kübel, ey. Ich hoffe, man hört es nicht durch, weil ich habe jetzt Sound über Monitor. Oder über Lautsprecher, aber viel mehr gesagt. Und ja, ja, wir müssen die 500 Abonnenten, ne? Einen herzlichen Dank dafür auf jeden Fall. Wird auch nochmals bald ein Video kommen. Ich gehe mal stark von aus zum Wochenende. Machen wir mal was Schönes oder vielleicht mal ein Livestream oder so, wenn ihr Bock habt. Samstag. Ja, mal schauen, wie es passt. Genau. Schön um sie Livestream mal wieder. Das wäre ja echt top. Und ja. Genau. Ich sehe auch gerade, wir haben hier Abfahrtzeit 8.40 Uhr. Also das ist schon mal alles so gut abgepasst. Das ist ja auch sehr gut. Hat der jetzt eigentlich hier die ZZA gemacht? Ja, oder nicht? Ich auch mal gucken, wie das hier funktionieren soll. Ja. Ich hatte mir nochmal kurz angeschaut, wie alles funktioniert. Da bin ich erstmal drauf losgefahren. Sonst lässt das Fahrzeug echt sehr, sehr gut fahren. Erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber ich finde, man kann auch entspannt mit 65, 70 km/h in den Bahnsteig reinfahren. Das passt schon. Und ja. Oh, weiter geht's. SIFA. Ja, Lotus Simulator habe ich mir auch geholt übrigens. Mit der Stadtbahn Hannover, mit der TW 2000. Wird auch bald morgen oder übermorgen ein Video kommen. Ne, wenn Donnerstag kommt das Video dazu. Hätte ich gesagt vielleicht, wenn er da Bock drauf hat. So, warten wir mal kurz, dass wir hier dauernd hier irgendwelche langsam vorstellen haben. Ich sehe gerade da vorne auch wieder ein gelbes Signal, wie es mir aussieht. Oh.
Wie gesagt, ihr könnt auch gerne in die Kommentare mal reinschreiben, was ihr von dieser Strecke haltet oder von diesen Add-on-DLC, wie auch immer. Ich hab doch Sifa gedrückt, das ist, geht mir ja auch übelst auf den Sack, ne, dieser Blödsinn. Also, ja, ja. Nächste Station, Hermannstraße. Übergang zu den S-Bahn-Linien 45, 46, 47 und zur U-Bahn-Linie 8. Ausstieg links. Ich weiß nicht, ob ich die hier permanent drücken soll oder keine Ahnung. Jedenfalls nervt das auch übelst. Und wenn mir einer sagen kann, was das hier unten sein soll, dieses rote Ding da, würde mich mal interessieren. Was das ist. Nächste Station, Tempelhof. Übergang zur U-Bahn-Linie 6. Für eine pünktliche Abfahrt bitte stets den gelb gekennzeichneten Türbereich freihalten. Ausstieg links. Sifa. Jetzt können wir kurz über 100 ballern. Oh, S-Bahn Tempelhof. Aber ich sage, fahren wir bis Tempelhof, dann reicht das mit diesem kurzen Let's Play mal. Das läuft auch wie ein Müllhaufen, ne? Also. Ja, aber ich sage, wenn euch das Let's Play gefallen hat, lasst ja gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.